Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 30. Januar. Ich grüße Sie wieder ganz herzlich und wir hoffen, Sie sind gut aus dem Wochenende gestartet. Die Währungsmärkte zeigen sich bislang noch ein Stück weit zurückhaltend. Insofern wollen wir mal sehen, was der noch junge Wochenauftakt noch mit sich bringt. Die Rangers, wie gesagt, bieten noch reichlich Potenzial. Heute durchaus etwas Zurückhaltung bislang. Obwohl wir hier in der Nacht, und wir schauen mal kurz auf die Konjunkturseite, auf die Konjunkturdaten, hier einiges noch zu erwarten haben. Gerade ab 10, 11 Uhr haben wir hier mit Deutschland und der EU einiges, was da in der Pipeline steht. Und ansonsten wird es in Amerika zum Nachmittag hier noch ein paar Inflationsdaten geben, aber nichts Schwerwiegendes. Man darf mal gespannt sein, ob hier dann eben noch Impulse zu erwarten sind. Wir hatten aber Mitte Januar bereits den Goldpreis und den Silberpreis unter die Lupe genommen. Und das vor dem Hintergrund, meine lieben Zuschauer, dass wir hier bei beiden Edelmetallen auf signifikante Widerstandsbereiche zulaufen. Das war beim Goldpreis hier das Niveau von 1210 Dollar rund die Unze. Da hat sich der Goldpreis schon am 17.01. drüber erhoben. Konnte dann aber jedoch, wie gesagt, kein weiteres Momentum aufbauen und es zog sich einige Tage ein Stück weit Tauziehen um diese Widerstandszone umher. Und letztlich muss man aber sagen, die Schwäche der vergangenen Woche bestätigte dann eben dieses Widerstandslevel abermals und dieser mögliche Ausbruchsfall, der sich hier aufgrund der starken Saisonalität, also des saisonalen Faktors, der den Goldpreis hier im Januar auf den Februar betrachtet, sozusagen im Rücken liegt, positiv stützend, war im Prinzip die Chance, dass wir eben doch, wenn wir nach oben ausbrechen, eine weitere Fortsetzung der Erholung sehen. Widerstand, also Preisschart, setzte sich aber hingegen durch und jetzt hatten wir hier den jüngsten Rücklauf gesehen. Am Freitag gab es, wie gesagt, den Dip hier nach unten. Eine Zone wurde hier schon bei 1165 etwa eruiert. Sie können sich erinnern, das war auch hier eine Zone. Gehen wir mal kurz auf den Wochenchart, die sich hier schön auf dem Wochenchart auch ableiten lässt. 1165. Hier 1165, diese Horizontalebene, hier mit den Tiefs vom November 2014 und hier im März 2015, dann hier eben so ein Tauziehen, auch nochmal dann als Widerstand bestätigt im August und dann hier nochmal ein Versuch im Oktober. Das ist eine Zone, die hat Relevanz und mit kleinen Dips darunter hat hier eben der Goldpreis angefangen, zu Beginn des Jahres dann sich darüber wieder zu erheben. Die jüngste Schwäche, wie gesagt, führte jetzt eben zurück und es geht oder ginge rein technisch gesehen auch durchaus noch bis in diese Tiefe. Wir werden mal jetzt hier die Chance-Risiko-Verhältnisse mal aus dem Wochenchart rausnehmen. Denn rein technisch gesehen hat der Goldpreis hier zunächst diesen Widerstand bestätigt und es kann durchaus noch entgegen der Saisonalität ein Stück weit tiefer gehen. Hier im Wochenchart, wie gesagt, bleibt es jetzt insbesondere unterhalb von 1214 Dollar die Feinunze zunächst bärisch bzw. auf keinen Fall bullisch. Dazu brauchen wir erstmal ein neues Verlaufshoch. Wenn das auf Wochenbasis gelingt, dann hätten wir hier durchaus Potenzial und dann reden wir auch hier durchaus über 100 Dollar je Unze Aufwärtspotenzial und mehr, wenn es eben hier drüber geht. Aktuell, wir sehen auch wieder eine schwache Phase derzeit, kann es jedoch hier diesen Test geben und das wäre jetzt keine schlechte Situation, um sozusagen ein Sprungbrett aufzubauen, diesen Widerstand dann im weiteren Verlauf zu knacken. Also, das mal hier die Herleitung von 1165, den wir hier im Tagesschart sozusagen auch als mögliche Zone eben gesehen haben, als möglichen Zielbereich und das kann man im Prinzip jetzt auch genauso weiter fortschreiben, dass der Markt eben hier genau diese Tendenz aufweist, insbesondere wenn wir in Richtung und unter das Freitagstief der letzten Woche natürlich gehen, dann hätten wir hier gute Chancen, das Niveau anzutesten und dann könnte der Goldpreis aber auch schon wieder die Aktion starten, hier dieses Niveau, dieses Widerstandslevel zu testen. Sieht ganz interessant aus. Goldpreis also im Auge behalten, kurzfristige Fortsetzung der Schwäche nicht auszuschließen. Arbeiten wir hier auch kurz mit den Fibonacci-Levels im Vergleich zum letzten Tief. Ja, haben wir auch hier das 61er Retracement, 50er, 61er Retracement wäre ein geradezu punktueller Rücklauf, wenn der Goldpreis uns bzw. hier den Marktteilnehmern eben diesen Gefallen täte. Dazu muss es aber nochmal eine weitere Schwäche geben. Ob sie kommt, wir werden es letztlich wissen, wenn die Woche weiter fortgeschritten ist. Wäre auf jeden Fall ein Idealszenario. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass der Goldpreis auch mit der jüngsten Schwäche bereits das 38er Fibonacci-Level hier abgearbeitet hat, insofern eine Minimalkorrektur vollzogen wurde und hier auch dies schon der Grundstein für weiter steigende Preise sein könnte. Dann aber allerdings wird es eigentlich erst, wie gesagt, richtig bullisch, wenn wir hier über 1200 14 auf Wochenbasis rausgehen, beziehungsweise hier die Tageshochs oder das Tageshoch vom 24. Januar bei 1219 rausnehmen. Dann kann man eigentlich erst auch hier eine weitere Tendenz nach oben ableiten.
Aber die sehe ich eben aktuell noch nicht. Man darf gespannt sein, was kommt. Jetzt, wie gesagt, die Konsolidierung erstmal weiter im Gange. Schauen wir jetzt noch auf Silber. Der scheint nämlich hier ein Stück weit aggressiver. Auch hier die Tendenz genauso wie beim Goldpreis. Wir hatten beide zusammen unter die Lupe genommen. Hier der Widerstand 17,50 Dollar. Sehr interessant. Horizontalbereich wirklich signifikant. Auch hier mit dieser Bear Flag, wo es dann da schon nicht weiter ging hier im Dezember. Genau dieses Niveau auch mehrfach bestätigt. Silber aber ein Stück weit aggressiver im Vergleich zum Gold direkt sind wir hier schon wieder an diesem Widerstandsbereich. Also man muss ja ganz klar sagen, dass da ein Stück weit mehr positives Momentum vorliegt und eben auch hier natürlich, wenn es nach oben rausgeht, über 17,30 Dollar insbesondere, dann können wir hier eine Attacke auf die Trendlinie sehen und dann haben wir sicherlich auch schnell die 18 Dollar, je Feinunze, je Silberfeinunze dann hier auf dem Schirm. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass der Goldpreis durchaus noch Luft auf der Südseite hat, möchte ich das dem Silberpreis an dieser Stelle auch unterstellen. Und sehe entgegen der Saisonalität hier durchaus eine weitere Schwäche. Wird spannend, wie gesagt, dazu muss es aber jetzt weiter nach unten gehen. Wenn es hier auch beim Silberpreis eben genügt, das 38er Fibo-Level der Aufwärtsbewegung getestet zu haben, dann kann es natürlich auch hier spannend werden. Insofern die Spannung um den Bereich der Widerstandslevel dürfte sich hier sowohl beim Silber wie jetzt hier gesehen oder auch dann beim Goldpreis weiter fortsetzen. Deswegen die Edelmetalle im Auge behalten. Ich werde es auf jeden Fall die Woche tun, wahrscheinlich auch nochmal in das Radar aufnehmen, wenn wir hier einen Ausbruch vollziehen sollten. Ansonsten bleibt die Tendenz einer möglichen Fortsetzung der Schwäche zu favorisieren. Gut, meine lieben Zuschauer, dann hätten wir es für heute und dem Devisenradar schon kompakt gepackt sozusagen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die Handelswoche und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder zu einem Update und vielleicht dann auch Gold und Silber mit hier entsprechenden Fortsetzungstendenzen. Wir dürfen gespannt sein. Ich wünsche, wie gesagt, auch noch einen guten Verlauf im weiteren Wochenhandel und bis dahin beste Grüße, hier Christian Kämmerer. Ciao dabei.